Demokratie in Wetzikon lebt. Heute werden die Unterschriften für die erste Volksinitiative seit der Gründung des Parlaments Wetzikon eingereicht. In nur 4 Wochen hat die GP Wetzikon es geschafft, 700 Unterschriften für ihre Fernwärmeinitiative zu sammeln. Die Initiative verlangt, dass die Stadt sich für die Versorgung des Gemeindegebiet Wetzikon mit Fernwärme aus den Ketzern oder aus anderen Quellen einsetzt. Wie stehen Sie persönlich zu der Fernwärmeinitiative? Da bin ich völlig offen. Wir werden ja jetzt dann prüfen, inwiefern das Sinn macht. Es geht um Investitionen, es geht um viel Geld, aber es geht eben um ökologische Energienutzung. Insofern müssen wir es anschauen, nicht für die nächsten 2-3 Jahre, sondern für die nächsten Jahrzehnte. Die Initiative ist vom erst 20-jährigen Benjamin Walder als Erstunterschreiber erarbeitet worden. Was halten Sie von dem Engagement? Da bin ich besonders stolz drauf. Ich wäre froh, wenn viel mehr junge Leute sich in der Politik engagieren würden und sich für Wetzikon so einsetzen. Also jetzt schauen wir zuerst einmal, ob die Unterschriften korrekt sind. Man muss schauen, ob die 500 Unterschriften auch zustande gekommen sind. Die Prüfung wird jetzt in den nächsten Wochen passieren bei uns. Innerhalb von 3 Monaten muss der Stadtrat das formelle Zustandekommen dieser Initiative beschliessen. Und nachher, innerhalb von 6 Monaten, tut man dann über die Gültigkeit des Inhalts dieser Initiative abschliessen. Und nachher geht es so weiter, dass es dann über die Energiekommission, die ja zuständig ist für das Thema, über das Parlament, dann an die Urne geht. Für das hat man insgesamt 23 Monate Zeit. Wie sind deine Erlebnisse beim Sammeln der Unterschriften in Wetzikon? Also, wir haben eine extrem hohe Resonanz gespürt von der Bevölkerung. Das zeigt sich damit, dass wir in nur 4 Wochen die 700 Unterschriften zustande gebracht haben und man eigentlich für 500 Unterschriften ein halbes Jahr Zeit hat und dann wirklich sehr viele positive Feedbacks bekommen, sehr viel gesagt, doch ist es gut, dass wir das machen. Und das freut einem auch und es gibt auch mehr Motivation, um das weiterzumachen. Und was sagst du zu dem extrem schnellen Sammelergebnis? Das ist natürlich ein Zeichen, das jetzt auch der Stadtrat hoffentlich ernst nimmt, wenn er die Initiative prüft. Es hat mich auch wirklich gefreut, dass wir jetzt so kurz, aber intensiv sammeln konnten und damit es nicht so hingezogen hat wie bei anderen Initiativen. Das ist natürlich auch für uns ein bisschen einfacher. Aber es ist wirklich auch ein Zeichen, dass es in der Bevölkerung ankommt und auf Verständnis und auf Zustimmung stößt. Und das freut uns natürlich besonders. Ich finde es einfach wichtig, dass auch die junge Generation, meine Generation, die Zukunft sozusagen von der Gesellschaft vertreten ist im Parlament, weil ja politische Entscheide meistens die Zukunft betreffen. Und das ist im Moment nicht der Fall. Wir haben nicht mal einen Sitz. Und das will ich einfach ändern. Und zusätzlich auch die anderen Jungen zu motivieren, sich auch zu melden und auch sich zu politisch engagieren, wie es geht um unsere Zukunft. Und das finde ich wichtig, dass es einen Mix gibt von allen Generationen.